Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Council. Wir hatten jetzt ein paar Gespräche, haben einiges eingesteckt und... I thought my chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence, Cardinal Piaggi. He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simpler. George Washington, President of the United States of America. Delighted at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Maurras de Richer. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet. And you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you'll forgive my indiscretion? At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Riche's mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Holm, a close friend of Lord Mortimer. But I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Richer, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? Etwas ausdenken? Ne, komm. Lord Mortimer asked me to drop everything and come find my mother, who seems to have disappeared during her stay here. Ah. I took the first boat, and here I am. I'm so sorry. Don't be, sir. It's not your fault. Seriously, though, I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. Good Lord! Washington is wearing the emblem of the Grand Master of the Golden Order. It's the highest distinction of the Order in the United States. It puts him on par with my mother. He must really know his stuff when it comes to the occult. Good evening, my friend! Holy shit! That's the man for my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his deepest apologies. He's asked me here, and he hasn't even turned up? Great start. Do you know that man? Sir Gregory Holm, an English aristocrat. Very influential. He's also close to Lord Mortimer. So don't be surprised if he acts like he's at home. Okay. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow. You must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I have already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington,
we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Ich bleib bei Washington. Let's see what Washington has to say. Sir, if you don't mind, I shall stay here. Do exactly as you please, young man. Louis, thank you for staying. Just like you, when I arrived this morning, I found out that Sarah had gone missing. I know your mother well. Don't worry. Emily is from the English branch of the Golden Order. And President Washington is in fact the leader of the Order in the United States. I didn't know. Sorry to have made you wait, but I didn't want to speak in front of the others. You did well. Secrecy and discretion are the pillars of our organization. If I can help in any way at all, please don't hesitate to ask, my lad. And if you have any other questions, now's the time. Na, ich habe wahrscheinlich eine Menge Fragen. Mehr über diesen Mortimer erfahren. Woher kennt Emily meine Mutter? Ja. And you, Emily, what do you think of my mother? I only know her through the Order. The one time we met, we only exchanged a few words in a corridor of Parliament. And was the exchange courteous or impassioned? I'm not sure if I understand. Was there any reason for her to be angry with you? Under other circumstances, I would slap your face for even asking. But I'll put your lack of tact down to her disappearance. Know that your mother is a woman I would love to work with. Her reputation is entirely deserved. Mr. Washington will be able to tell you more. Mr. Washington, you seem to be very familiar with my mother. When did you last speak to her? Philadelphia, 15 years ago. Sarah often went back and forth between France and the United States. Yes, I remember those days. I didn't see her too often. Right. Would it be too much if I asked you a few more questions? Not at all. Go ahead. But I can't promise I'll remember everything. May I ask, when you saw each other, what did you talk about? Na komm, ich versuch mal hier immer so, oder die Geheimnisse, die uns umgeben, oder den Goldenen Orden. Darf ich fragen, worüber sie sich unterhalten haben? Politische Themen kann ich nicht machen. Oder die Geheimnisse, die uns umgeben. My mother has always been fascinated by strange powers. Did she talk to you about anything like that? Yes. Her facility for discerning truths from rumor served me well. Such as preventing massacres, like the one at Salem, from happening again. Or convincing people that horsemen cannot ride around without heads. What was it that she used to say now? Keep an open and logical mind? Yes, that's it. Thank you, sir. I was hoping to speak with Lord Mortimer. At least now I have some information, thanks to you. I repeat, Lord Mortimer is a man of his word. You won't be disappointed. And I am persuaded that your mother's research is his main concern. Wissen die anderen im Orden davon? Und was, wenn Mutter die Insel verlassen hat? I wonder if Mother is still on the island. Could she not have taken a boat and left? I don't see how. No vessel can moor closer than 200 yards. Not to mention the permanent presence of staff and servants. There is one strange thing, I grant you. This island is barely the size of Delaware, and despite that, no one has been able to locate your mother. So my mother still must be on the island. Nicht über das Buch sprechen. Don't worry, Louis. I'm sure nothing bad has happened to her. Yes, I hope not. Careful, they're coming back. Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable.
Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal, but I must say, he does have some outstanding pieces. Sir Holm, who was that young lady with you? Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to have stayed with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Just mentioning Elizabeth totally changed Washington's attitude. Mm-hmm. Looks like he just saw a ghost. Miss Adams is here to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently, I'm counting on your indulgence. Washington looks surprised, but Holm doesn't seem to see it. I wonder if he's being polite or if he really doesn't see his discomfort. On that note, it's very late. You must be exhausted. The servant will accompany you to your rooms. Können wir jetzt durch die Flure streifen? Ah, ich liebe sowas ja, ne? Ladies, gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. Okay. Well, my friends, I am bone tired. I am off to my bed. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Du kannst auch gerne bei mir bleiben. Oh, man. It's been quite a day. Right. Where is my room? Ende des Flurs, hat er gerade gesagt. Aber kann man nicht auch... Nee, kann ich jetzt nicht. Okay. Ende des... Wo sind die jetzt? Wo ist sie denn jetzt hin? Och, Mädchen. Duchess Emily Hillsborough. Oh, ich kann hier nicht rein. Scheiße. Monsieur Napoleon Bonaparte. Napoleon ist hier? Monsieur Jacques Peru? Nur den kenne ich nicht. Er sagt mir jetzt nichts. A few leaves out of an old encyclopedia. Mhm. Und Goldelixier. Goldelixier hebt alle negativen Effekte auf, die auf dir lasten. Du kannst nicht mehr als 5 bei dir. Oh, nett. Oh, hier ist auch so viel Essen. Ich kriege jetzt auch schon wieder Hunger. Hier kann ich auch nicht runter. Decorum Guide. Regeln des anständigen Benehmens. Oh. Kann ich jetzt hier einmal komplett rum? Nochmal hier was? So Pülverchen. Da geht es noch weiter nach oben. Kann ich da hin? Nee. Nee, nee. Kann ich gerade nicht. Okay. Wer ist hier drin? Keiner. Nee. Mhm. Monsieur Johann von Wulner. Johann von Wulner. Kenne ihn ja auch nicht. Nee. Boah, wie groß ist denn das hier? A drachma. Eine Drachme? Ist, glaube ich, eine Münze. Ich weiß jetzt nicht, warum ich jetzt so geschrien habe. Ist, glaube ich, eine Münze, eine Drachme. Mhm.
President George Washington. Okay. Noch eine Münze. Pülverchen. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Mhm. Der Kardinal? Huh, that's me. Okay, das sind wir. Dann gehe ich jetzt noch mal eben hier ein bisschen weiter. Duke Manuel Godoy. Dieser Godoy ist, genau, der ist hier. So, dann ist hier, ist wieder Emily, ne? Emily Hillsborough. Ja. Gut, dann habe ich hier oben alles. Machen wir mal die Tür auf und gehen mal in unser... schick. Right. So, what shall I do with this letter? It might be about my mother's disappearance. But if I open it, I'll be betraying Biaggi's trust. What should I do? Wir öffnen ihn jetzt erstmal nicht. Damn. Can't wait to open it, but I gave my word to Biaggi, so... Bis wir das, Dad, I'll wait until I hand it to Mother. Wow! Nice room. Mortimer sure doesn't do things halfway. Außer bei der Bilderwahl ist er ein bisschen abartig, aber sonst. Karmelitengeist. Karmelitengeist. Mit Karmelitengeist versetzt du dich in den Zustand fokussiert. Der nächste Fertigkeiten-Einsatz kostet dich nichts. Du kannst nicht mehr als 5 bei dir. Okay. St. Jerome and the Angel. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing voices. Saturn devouring his son. Again? I saw the same theme in the hall. I wouldn't like to be his son. Judith beheading Holofernes. Ironic in a way, when you know that the artist represented herself as Judith beheading her mentor, who had raped her. Saint Francis of Assisi in ecstasy, before superior voices. It always amuses me to see how art gets used for propaganda purposes. The conversion of St. Paul by Caravaggio. It's incredible. It doesn't look like a copy, but I was sure the original was in Rome. Oh, ich kann hier so viel machen, aber erstmal möchte ich... Nee, ich muss hier gucken. So, möchte ich jetzt hier mal ein bisschen looky-looky machen. Ich habe keine Stufe. So, Athlet. Ach so, hier sind die energisch, das... Meisterdetektiv und so. Hier sind die ganzen Sachen, die ich alle noch erreichen kann. Die ganzen Talente, der Charakter, Karte, Notizen. Elisabeth. Elisabeth Adams. Es sieht auch, wir können das jetzt mal so ein bisschen durchgehen, oder? Eben schnell. Vielleicht könnte ich ja auch mal je immer nur ein oder zwei vorlesen. Okay. Wir haben Elisabeth Adams. Elisabeth Adams ist die Tochter von John Adams, dem Vizepräsidenten der USA. Elisabeth wurde bereits nach ihrer Geburt von ihren Eltern abgelehnt und offiziell als Totgeburt eingestuft. Sie wuchs isoliert auf und entwickelte sich zu einer labilen jungen Frau mit einer bipolaren Störung, die stark unter schrecklichen Angstzuständen litt. Ihre tiefsten Geheimnisse zerrten sie von innen auf. Trotz zahlreicher Behandlungsversuche konnte sie nicht geheilt werden und verfiel immer mehr dem Wahnsinn. John Adams, sein Zeichens befreundet mit Sir George Gregory Home und Lord Mortimer, schickte seine Tochter schließlich zu Lord Mortimer in der Hoffnung, dass er ihr zu helfen vermochte. Ohne große Zuversicht hält sich Elisabeth nun seit kurzem auf dem Anwesen auf. Es fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Dann nehmen wir jetzt mal Sarah, also das ist unsere Mutter, das machen wir jetzt nicht. Wir machen Hillsborough Emily, also Emily Hillsborough.
Immunität, Logik. Okay. Emily Hillsborough ist eine englische Herzogin mit engen Beziehungen zur englischen Königsfamilie. Emily, die über ihre Ursprünge und Herkunft möglichst schweigt, betrat das politische Parkett erst nach ihrer Hochzeit mit einem alten englischen Adligen, die nicht weniger als eine Mischung aus Schein und Vernunft ihr erachten. Sie ist libertär und modern, aber auch diskret und besonnen. So ist sie immer darauf bedacht, enge Verbindungen zu Kollegen und wichtigen Personen aufrechtzuerhalten. Innerhalb von wenigen Jahren brachte sie es bis zur bevorzugten Diplomatin der Königin. Das war vermutlich auch der Grund dafür, dass sie die Privatsekretärin des Privatministers William Pitt wurde, was für Gerüchte und Neid sorgte. Als regelmäßige Besucherin nahm Emily Sir Gregory Holmes Einladung auf Lord Mortimers Insel gerne an. Auf gar keinen Fall würde sie einen dieser berühmten Empfänge verpassen wollen. Schreibe ich noch? Ja, komm, ich schaffe noch einen. Washington George, also George Washington, gehört zu den Gründungsvätern der Vereinigten Staaten von Amerika und ist zugleich ihr erster Präsident. Washingtons Leben verlief zwischen militärischen Ehren und politischem Erfolg. Sarah de Riche führt ihn in die höheren Kreise einer einflussreichen französischen Geheimgesellschaft ein, des Goldenen Ordens. Später übernahm er den Vorsitz der amerikanischen Abteilung. Der Politik überdrüssig wollte er sich auf sein Anwesen in Virginia zurückziehen, aber da hatte er die Rechnung ohne Lord Mortimer gemacht. Dieser ermutigte ihn zum Weitermachen, sodass Washington ein zweites Mal kandidierte und auch gewann. Washington, den Lord Mortimer auf seine Insel eingeladen hat, zieht es vor, an solchen gesellschaftlichen Treffen inkognito teilzunehmen. Dann haben wir den Diener. Schwäche Logik, Schwäche Befragung. Diener, alle Diener von Lord Mortimer tragen eine Maske. Dies ist ein wiederkehrendes Thema in den Gesprächen der Gäste untereinander, aber niemand kennt den wirklichen Grund für diese Maskenpflicht. Unsere Mutter. Sarah Faustine, die Riche, ist eine reiche französische Adelsfrau. Vor 34 Jahren übernahm Sarah den Vorsitz einer der wichtigsten Geheimgesellschaften des Goldenen Ordens. Angetrieben von ihrem enormen Willensstärke setzt Sarah alles daran, selbst in die höchsten gesellschaftlichen Kreise zu gelangen. Ob Politik oder Handelsabkommen, ob Staatsgeheimnisse oder paranormale Aktivitäten. Der Orden hatte alles im Blick und unter Kontrolle. Zu Sarahs größten Verdienst im Goldenen Orden gehört die Entwicklung der Abteilung in Amerika, Europa und Zentralafrika und vor allem auch der Ausbau des Themenbereichs Okkultismus, dessen sie sich höchstpersönlich annahm. Ihren Sohn Louis bereitete sie seit seiner frühesten Kindheit darauf vor, eines Tages das neue Gesicht des Goldenen Ordens zu werden. Dann haben wir Louis de Maurras de Riche. Der einzige Sohn von Sarah de Riche ist ein junger Adelsmann aus Paris. Schon in frühester Kindheit verkehrte Louis in den Kreisen seiner Mutter. So war er nur folgerichtig, dass er an seinem 14. Geburtstag in den Goldenen Orden eintrat, die Geheimgesellschaft seiner Mutter. Der frühreife Louis entwickelte sich an der Seite von Sarah erstaunlich schnell und desto trotz täglichen Behandlung, die sie ihm wegen seiner chronischen Migräne angedeihen ließ, er stieg stetig im Orden auf, bis er seine Mutter bei Okkultismusfällen unterstützen konnte, für die er ein besonderes Talent hatte. Mit der Zeit formte Sarah ihren Sohn nach dem Bild, das sie sich vorgestellt hatte. Alles deutete darauf hin, dass Louis eines Tages den Vorsitz des Goldenen Ordens übernehmen würde. Dann haben wir den Kardinal. Seine Eminenz Kardinal Giuseppe Piaggi ist ein Gesandter von Papst Pius dem VI. Ja. Giuseppe Piaggi, ein überaus fähiger Redner, hat seine gesamte Laufbahn im Dienst der Prinzipien der römisch-katholischen Kirche gewidmet. Piaggi, seines Zeichens ein Mann der Wissenschaft und Freizeitphilosoph, konnte schnell in den Gunst des Papstes aufsteigen, der ihn im Geheimen zum Kardinal in Pectore ernannte. So konnte er sein Vertrauensverhältnis mit Papst Pius dem VI. Nutzen und ihn bei seiner schwierigen Mission unterstützen, die Gläubigen zu führen. Nach der Einladung durch Sir Gregory Holmes, freut sich Piaggi sehr darauf, seinen alten Freund Mortimer zu treffen und ihm gegenüber die Interessen des Heiligen Stuhls zu repräsentieren. Dann haben wir Holm, noch als letzten, Gregory Holm, Baron von Nottingham, ist ein äußerst einflussreicher britischer Adelsmann, der es nicht gelernt hat, sich ordentlich zu schminken. Als überzeugter Royalist widmete er seiner Karriere dem Ausbau des Einflusses der Vereinigten
Königreichs auf der ganzen Welt. Von der florierenden East India Company bis zu den spanischen Handelsposten in Amerika. Die wichtigsten Entscheidungen der größten Wirtschaftsmacht der Welt tragen seine Handschrift. In England selbst trieb er den Abbau der Inlandsschulden voran und widmete sich rigoroser Vertreter von Familienwerten, auch der Arbeiterklasse, indem er Armenschulen aufbaute und jenen Menschen eine Ausbildung zu ermöglichen, die laut ihm die künftigen Triebfedern der nächsten industriellen Revolution sein würden. Sir Gregory Home ist ein gewiefter Kontaktknüpfer und freut sich immer über die Gesellschaftstreffen, die sein alter Freund Lord Mortimer veranstaltet. Ich hoffe, ich habe das jetzt für euch alles so ordentlich vorgelesen. Wir wissen ja, mit dem Lesen, das ist immer so eine Sache mit mir. Das heißt nicht, dass ich nicht lesen kann, aber ich tue mich immer schwer, etwas ordentlich vorzulesen. Da habe ich echt kein Talent für. Weil immer, mein Mund ist schneller als meine Augen. Und ich lese dann schon etwas voraus. Also ich rede dann schon, ich sage schon etwas, ohne dass ich den Satz überhaupt zu Ende gelesen habe. Deswegen verhaspel ich mich dann immer sehr oft. Aber wenn ihr das nicht hören wollt, könnt ihr ja selber stoppen und euch das selber durchlesen. Das ist ja nicht schlimm. So, was haben wir hier? Der Kamin, ein schwarzer Spiegel, Obsidian. Erreichen? Ja. Wir sind ja gewandt, ne? Du hast gerade ein Bernsteinstück gefunden. Für je 4 Bernsteinstücke, die du einsammelst, steigt deine maximale Konzentration um einen Punkt. Amber Crystals. Schön. Wie kann ich rausgehen? Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer's giving to his guests. Very jolly. Ja, das stimmt. Da fällt mir gerade ein. Ich habe doch noch ein Inventar. Endklinge kann ich ausgewählt werden. Finale Teil dieses Manuskriptes lesen zu können. Aha. Die Regeln der Höflichkeit und des anständigen Benehmens. Leonard Perrin, 1618. Eine Abhandlung über gute Manieren bestimmt für das Jesus, ne, Kollege von da, hm? Hä? Kann ich das jetzt nicht hier lesen? Oh. Also ich kann hier jetzt nichts irgendwie machen. Dann gucken wir mal hier. Schloss knacken. Okay, dann zurück. Machen wir mal hier die Tür auf eben. Was nenne ich aber echt eine große Suite. Na gut, hier kann ich nie rein. Hallöle. Great. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Können wir ein bisschen gucken? Okay. War sehr interessant. Denn die Flasche dahingestellt. Macht doch kein Mensch, Mensch. Oh. Ja gut, dann können wir jetzt auch mal hier lang gehen, gucken. Das müsste jetzt der Schlappe... Oh mein Gott, da steht mein Bett. Jesus. Oh. Das ist mein Bett. Mein Bett. Ey, da haben 5 Leute drin Platz, ohne Scheiß. Was? Ich habe nicht alle Hinweise gefunden? Was? Wieso nicht? Hä? Was war denn da noch? Okay, das war jetzt Episode 1. Sehr kurz.
Vor der Küste von England war das. Erfolgreich war, ich bin zum Herrenhaus gegangen. Ich habe am Anleger Hinweise zu meiner Mutter gefunden. Ich habe Piaggi überzeugt, mir seinen Brief anzuvertrauen. Ich habe Mr. Washington kennengelernt. Ich bin in der großen Halle geblieben, um mich mit Mr. Washington zu unterhalten. Ich habe am Anleger ein seltsames Buch gefunden. Ich habe Fragen bezüglich meiner Mutter gestellt. Ohne Erfolg war, ich habe am Anleger nicht alle Hinweise auf meine Mutter gefunden. Was? Alternative Wege waren, ich hätte Sir Home im kleinen Salon Gesellschaft leisten können oder ich hätte eine unerwartete Begegnung haben können. Ach, ehrlich? Scheiße. Wem denn? Scheiße, interessant. Aber gut, ich muss jetzt aber eh Schluss machen und sag dann erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.